Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren. Ja, come on. Zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir gehen jetzt zu einem Steinbruch und reden da mit irgendeinem. Oder sollen mit irgendeinem Vorbeit reden. Ob der dann da ist, ist er auch tot. Scheiße, es ist gerade hier ein bisschen hoch. Irgendwie hier runter oder das. Ah, da. Nicht, dass wir ganz peinlich sterben, weil wir runterfallen. So ist es jetzt hier auch ein verlassener Ort. Nee, oder? Ist kein verlassener Ort. Wobei, ja, aber ziemlich verlassen aussieht. Oh nein! Ach, Glück gehabt. Ah, hier ist noch jemand. Wir exportieren Schwerter nach Metina, Ebbing, Nazair, sogar nach Serikanien. Redet also einfach nur mit mir, aber hat nichts zu verkaufen als Schmied oder so. Okay. Was ist das vom Bild? Hanse bestimmt wieder. An alle Mitglieder der Kaufmannsgilde von Toussaint. Der Hexer Geralt von Riva hat sich am Führungspersonal der Böttchergilde versündigt. Als unseren Interessen schädliche Person hat er alle Anrechte auf Rabatt und Sonderangebote verwirkt. Eigentlich verdient er einen kompletten Boykott, aber Geld ist Geld. Wer Geschäfte mit ihm machen muss, das soll ihn wenigstens spüren lassen, wie sehr es schmerzt, sich unsere Gilde zum Feind zu machen. Heulen soll er, wenn er die Börse zücken muss. Ich hab so viel Kohle, ihr könnt mir gar nichts. Ich kauf eure Gilde, wenn ich will. Wir exportieren Schwerter nach Metina, Ebbing, Nazair. Wo ist denn jetzt das Anschlagbrett? Ich überlege gerade, ob ich mir das zuerst gönne und dann zu dem Typ gehe. Ah, ich lasse nämlich genau in die falsche Richtung. Jo, da gönnen wir uns zuerst das Anschlagbrett und. Das letzte, oh Gott, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Mir fällt es gerade wieder ein. Es ist das letzte Anschlagbrett, das komplett, das absolut letzte im kompletten Spiel Witcher 3 inklusive aller Expansion Packs. Ne? Denkt mal drüber nach, Freunde. Das letzte, das heißt, es ist wieder. Was zur Hölle ist hier passiert? Okay. Das ist jetzt leider wieder ein Nagel in den Sarg, der in dem Witcher 3 beerdigt wird, weil es wird keine weiteren Expansion Packs kommen. Aber ich habe halt gelesen, dass angeblich nach Cyberpunk, dem Spiel von den Witcher-Entwicklern, dass nach Cyberpunk sie weiter an Witcher arbeiten wollen. Also ich weiß halt nicht, ob es noch Bücher gibt, die sie da nehmen könnten. Was macht denn der? Ich weiß nicht, ob es da noch Bücher gibt, die Material hergeben, ob die irgendwie ein Prequel machen wollen, also quasi ein Spiel rausbringen, das vor Witcher 1 spielt, weil ich weiß nicht, ob es ein Buch gibt, das nach Witcher 3 spielt. Ich weiß, dass es Also ich glaube, dass es Bücher gibt oder ein Buch oder dass es in einem Buch, wo vielleicht die Geschichte von Witcher 1 drin ist, auch schon vorhergehende Geschichten drin waren. Also ein Prequel würde auf jeden Fall Sinn machen. Das würde, glaube ich, funktionieren, aber ob es jetzt quasi die Geschichte nach Witcher 3 gibt oder ob die einfach die Rechte haben oder das dürfen, also sich quasi was zu überlegen, wie es weitergehen könnte. Das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass sie gar nicht mal irgendwie an Witcher 3 arbeiten, dass jetzt gerade nur so eine fixe Idee von denen war und dann am Ende haben sie doch keinen Bock mehr. Nicht an Witcher 3, sondern an einem neuen Witcher-Teil. Aber ich hoffe natürlich, dass ein neuer Witcher-Teil rauskommt. Ich meine, wenn ich jetzt Witcher 3 durchgespielt habe, die Expansion Packs, habe ich alle drei Spiele durchgespielt. Na? Ich muss mich umhören. Die Leute hier wissen vielleicht mehr. Like a boom, 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 boom. Auch geil, ne? Dass hier nichts ist, außer dieses Anschlagbrett. Alle Verkrüppelten! Die Geschichten von fahrenden Rittern sind nicht immer von Ruhm bestimmt, denn oft genug verlieren diese tapferen Recken auch Körperteile. Für alle verkrüppelten Ritter gibt es jetzt Fingerprothesen aus Holz. Nach einem Besuch bei mir in der Werkstatt kann jeder wieder 5 Biere in der Taverne bestellen. Gruber der Holzfinger. Neuigkeiten über Vierfingers Hanse. Der elende Philibert Vierfinger und seine Hanse haben sich in den Ruinen von Burg Montcrane eingenistet. Von dort aus führen die Männer ihre verbrecherischen Taten durch. Das neueste über Vierfingers Hanse, nur hier an unserem Anschlagbrett. Die sind schon erledigt, hab ich alleine platt gemacht. Warnung an alle Pflücker. Wisst ihr noch, wie
wie wir alle immer in den Blessurwald gegangen, um Pilze und Beeren zu sammeln, verbeißen die Zeiten, als man dort die Schönheit der unberührten Natur genießen konnte. Die Wölfe, die heute durch den Wald streifen, sind groß wie Esel und wild, als wären sie tollwütig. Tag für Tag gibt es in unserem schönen Herzogtum weniger Orte, an denen man sich sicher fühlt. Wann wird unsere Herzogin sich dieser Haare annehmen? Ich bin da schon da. Nachruf auf Ludovico Deschamps. Ludovic Deschamps, geliebter Vater, Ehrenmann, Ehemann und Bruder, der alte Meister von Ardaiso, tat am gestrigen Nachmittag seinen letzten Atemzug. An seinem Sterbebett wird bis morgen Totenwache gehalten, dann werden seine sterblichen Überreste auf den Olemours-Friedhof beigesetzt. Wir bitten darum, auf Beileidsbekundungen gegenüber der Familie zu verzichten, die trauernde Familie. Geburtstagseinladung. Alle, die gerne mit mir anstoßen möchten, sind herzlich eingeladen, am 18. Tag dieses Monats in die Taverne zum Basilisk zu kommen. Am heutigen Tag bin ich 40 Jahre auf dieser Welt. Aber bitte denkt daran, dass weder das Essen noch die Getränke auf mich gehen. Geschenke nehme ich aber gerne entgegen. Victor, ihr wisst schon wer. Bekanntmachung. Wir kaufen seltsam aussehende Steine. Erfahrt mehr über ihre Besitzer. Naturphilosophische Fakultät der Kaiserlichen Akademie. Ja, keine Nebenquests, keine neuen. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend und schade, weil... Das letzte Einschlagbrett. Ich habe gehofft, hier gibt's nochmal Nebenquests, verdammt. Scheiße. Nur Fragezeichen, ey. Kacke. Viele Fragezeichen, wie man sieht, aber... Trotzdem, kacke. Scheiße, Mann. Keine Nebenquests. Das ist hart. Das ist echt hart. Naja, was soll's. Dann gehen wir jetzt zu dem Nebenquest, das wir schon haben. Ach so, sollen wir jetzt hier umschauen, oder... Gucken hier mal ganz kurz rum, wenn noch irgendwas ist. Aber ansonsten gehen wir jetzt zum Quest, das ausgewählt ist. Like a boom, 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 boom. Ich will jetzt auch da reingehen, aber es ist wahrscheinlich das Quest und so. Wir folgen mal den normalen Vorgehensweisen, dass wir zuerst zum Quest Auftraggeber gehen und dann die Quest erledigen und nicht umgedreht. Like a boom, 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 boom. Oh, 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 das ist ziemlich hoch. Nicht hier runterfallen. Komm, du schaffst hier links vorbeizugehen und runterzufallen. Come on. Nice. Ah! Da liegt die große Hand. Like a boom, 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 boom. Was zum dreimal verfluchten Kuckuck ist denn los, Männer? Welche Plage? Das ist nur eine unglückliche Verkettung von Umständen. Zurück an die Arbeit. Wenn wir den Kopf nicht pünktlich liefern, reißt der Investor mir die Eier ab. Sagst du das auch, Emils Witwe? Es war ein Unfall, dass er von einer Kuh erschlagen wurde? Das ist eine ernste Sache, Herr. Da muss ein Fachmann ran. Ein Magier oder so. Was ist denn passiert? Seht mal, das ist doch der Hexer, der neuerdings hier ist. Vielleicht kann der was machen, einen Exorzismus vielleicht. Wir sollten ihn fragen, was er nimmt. Ich habe den Aushang gelesen. Ihr habt ein Kuhproblem? Ihr fürchtet eine Plage? Ja, und was das für eine ist. Wir müssen die Götter richtig sauer gemacht haben. In Serikanien hat es Heuschrecken und Froschplagen gegeben. Bei uns hingegen haben sie gleich angefangen, mit Kühen zu werfen. Schluss jetzt. Kein Grund, Panik zu stiften. Komm, Meister Hexer, ich zeige dir, worum es geht. Ich dachte, die Kuh hätte jemand zerfleischt und nicht, dass die vom Himmel gefallen ist. Ja, das ist wirklich eine dumme Sache, von einer Kuh erschlagen zu werden. Eine Schande. Emil war ein guter Arbeiter. Ich habe ihnen gleich gesagt, es gibt eine simple Erklärung. Aber nein, sie schreien und brüllen von Plage und Plagenzulage und Gefahrenzulage und so weiter. Die ruinieren mich, diese Taugenichtse. Ich soll rausfinden, warum eine Kuh vom Himmel gefallen ist? Wirklich? Das auch. Die Sache ist die. Es hat sich keiner getraut, den Kuhkadaver wegzuschaffen. Und jetzt treibt sich irgendein Abschaum im anderen Steinbruch rum. Wir wagen uns nicht hin. Das überrascht mich nicht. Die Kuh, wo ist sie hergekommen? Und was für eine war es? Na, eine ganz normale Gescheckte, nichts Ungewöhnliches dran. Sie verrottet da drüben und stinkt. Und Emil liegt direkt drunter. Nimmst du den Auftrag an und kümmerst dich um die Sache? Auf jeden, Digga.
Was genau macht ihr hier eigentlich? Wir arbeiten an einer Statue des Propheten Majoran. Bildhauerei. Nicht die ganze Statue. Unsere Aufgabe ist der Kopf. Das Projekt lag jahrelang still, aber jetzt setzt ein frommer Investor es fort. Alle Steinbrüche der Gegend machen mit. Und wir wären im Zeitplan, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Bitte, Meister, nimmst du dich der Sache an? Ich muss mehr über diesen Vorfall wissen. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Nein, aber Geräusche gehört. Osterf wollte nachsehen, wie Emil vorankommt. Da gab es mit einem Mal einen ohrenbetäubenden Rums und kurz darauf ist irgendwas in einen der Kräne gekracht. Das war bestimmt nicht die Kuh. Vermutlich nicht. Am Morgen wollten wir jedenfalls nachsehen, aber diese Scheusale haben uns ferngehalten. Seitdem steht hier alles still. Meister, bitte zaudere nicht länger. Nimmst du dich der Sache an? Klar. Gut, ich sehe mir die Sache an. Es könnte ein kaputtes Portal sein, aber das glaube ich nicht. Möge Majoran dich mit reichlich Nachwuchs segnen. Ich werde auf deine Rückkehr warten. Untersuche den Kuhkadaver. Wir wären also gar nicht weitergekommen, ohne dass wir den Auftrag annehmen, weil wir konnten den Kuhkadaver ja gar nicht weiter kontrollieren. Schön, dass der Hund noch lebt. Warum ist der Typ eigentlich nicht direkt mit uns dahin gegangen? Müssen wir da hinlaufen, ey. Mann, ich muss vielleicht kacken. Like a boom, 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 boom. Okay. Da bin ich ja mal äußerst gespannt, was da los ist, dass hier Kühe vom Himmel fallen. Also ist ja nur eine Kuh bis jetzt, oder? Waren es mehrere? War nur eine. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass da jemand drunter liegt. Das muss Emil sein. Die Arbeiter haben ihn erwähnt. Armer Kerl. Hat richtig Pech gehabt. Tja, wo soll ich anfangen? Wunden des Arbeiters, stumpfe Verletzung der Kuh, Bisswunde der Kuh, Stich- und Hiebwunden der Kuh. Es wurde die wahrscheinlich geworfen. Etwas Schweres hat ihn erwischt. Er hat einen Schädelbruch, frische Fressspuren, Nekrophagen. Die haben ihn aber erst als Leiche erwischt. Bei der Leiche erfahre ich weiter nichts. Dachte ich mir schon. Starke Gewebetraumata. Wie nach einem Sturz aus großer Höhe. Like a boom, boom, boom. Der Bauch ist aufgeschlitzt. Kaum Blut, sie war schon tot. Das Herz hat nicht mehr geschlagen. Bisswunden. Klein allerdings. Offenbar von Nekrophagen. Die haben das Fressen sicher sofort gewittert. Tiefe Klauenspuren. Die Breite deutet auf einen Drakoniden hin. Vermutlich ist es ein Wyvern. Aber die Todesursache sind sie nicht. Also hat er die einfach hochgehoben, fallen gelassen und der Typ hatte Pech oder was? Jetzt hab ich es. Die Kuh ist gestorben, als sie aus großer Höhe auf dem Boden aufschlug. Der Drakonide muss sie fallen gelassen. Vermutlich ein junges Exemplar, dem die Kuh zu schwer war. Emil hatte Pech, dass er drunter stand. Und dann ist da noch der Kran. So, mit dieser Hexe, hä? Der Kran beschädigt wurde. Hoch mit dir! Hä? Ich bin doch jetzt hier im Kreis. Komm mal einfach irgendwie hoch, Geralt, sei verrückt! Geralt. Ach, hier muss ich gucken, okay. Blut. Das muss ganz schön gekracht haben.
Der Drakonide hat die Kuh fallen gelassen, versucht den Flug zu stabilisieren und sich dabei verletzt. Gut, so müsste er einfach zu verfolgen sein. Das ist ja total unspektakulär, ich dachte mir irgendwas Krasseres. Dann wollen wir mal da. Drakonidenblut, winzige Spuren. Ich bin auf der richtigen Fährte. Sag bloß. Weiter. Printtraube. Lecker. Man daraus auch Wein herstellen kann. So. Das war eine ziemlich starke Blutung. Die Wunde muss schwerer gewesen sein, als ich dachte. Oh Gott, das sind aber Gegner. Hallo. Da auf dem Haus hat er Pause gemacht. Riecht wie vergorene Maische. Der Drakonide muss eine Brennerei in der Nähe überfallen haben. Bastard. Boom. Noch eine Motorhaube, come on. Scheiße, das lief nicht gut. Oh, ich habe keine Schwalbe mehr, fällt mir gerade auf. Komm, hör auf zu naschen und komm her. Hä, müsste der nicht langsam mal platzen? Jetzt. Ich mag diesen Sound. Dün. Brauchen wir nicht. Verdammt. Eine halbgefressene Leiche mit Brandspuren? Definitiv kein Wyvern. Es muss ein Schleimling sein. Die speien Feuer. Schleimlinge. War das nicht irgendwie in Witcher 3, also im Hauptspiel so, dass der, oder war es in Witcher 2 so, oder in Witcher 1? Ich dachte, in irgendeinem Witcher-Spiel hätten die gesagt, wobei in Witcher 2 gibt es ja einen Drache, der Feuer speit. Ich dachte, die hätten in irgendeinem Witcher-Spiel gesagt, dass es halt entweder keine Drachen mehr gibt, oder die hätten kein Feuer gespien, oder halt irgend sowas. Okay, da kann man nichts weiter untersuchen, wie es aussieht. Er ist auf dem Dach der Brennerei gelandet, hat Lärm und Chaos gemacht und ist weitergezogen. Das ist der letzte. Prankenspuren. Hier ist er langgekommen. Wohl zu müde zum Fliegen. Der letzte Schleimling war auf jeden Fall ziemlich heftig. Am Ende ist wieder ein verwunschener Prinz oder sowas. Wieder irgendein Mensch, der sich verwandelt und nichts davon weiß. Passt mal auf. War in schlechter Verfassung. Konnte kaum kriechen. Dafür aber ziemlich lang. Oh, hier ist ein zweiter Drakonide gelandet. Ein größerer. Er hat auf den kleineren gewartet, dann sind sie zusammen weggeflogen. Sie müssten ja einfach zu verfolgen sein. Der kleinere hat freundlicherweise weitergeblutet. Mutterschleimlinge, geil. Wir kämpfen jetzt also gegen den Schleimling und gegen den Mutterschleimling. Sie sind zusammen weggeflogen. Wohl zum Nest. Das ist weit weg. Wenn wir uns dann die Belohnung abholen wollen, ist es wieder sonst wo. Noch eine Kuh. Die ist aber schon viel länger tot. Das war der Schleimling, wie man an den Klauen und Brandspuren sieht. Hier fühlt er sich wohl sicher. Hier endet die Spur. Da oben ist das Nest. Da würde ich den Hof drauf verwetten. Ah, nee, ich denke, da ist das Nest nicht. Das war Zufall, dass da der Schleimling lang geflogen ist. Das können wir uns eigentlich sparen, da jetzt hochzugehen, weil, naja, wir können aber zumindest
in die Richtung mal gehen, weil wir jetzt sowieso gleich die Folge beenden. Ich will den Kampf jetzt noch nicht anfangen. Ein bisschen weiter weg, ein bisschen weiter weg. Ruinen von Fort Usa. Ich will eigentlich auf die Karte. Burg Usa gehört zu jener Reihe von Festungen, die während der Regentschaft Herzog Zapbart des Zeschers errichtet wurden. Leider zeigten sich, dass seine Baumeister der Flasche nicht weniger zugetan waren als er selbst. Dies hatte schwere Baufehler im Fundament zur Folge. Die schlampig gesetzten Steine konnten das Gewicht der Brückmauer nicht tragen und die Burg stürzte ein. Viele Jahre später wurde aus den Ruinen ein kleines Fort als Unterkunft für die Ritter errichtet, welche die Hauptstraße beschützten. Heute liegt dieses Fort jedoch verlassen. Na, dann würde ich sagen, speichern wir hier den Wolfsband noch mit und... Waschen nochmal, weil dann ist er jetzt nicht drin im Inventar. Bis zum nächsten Mal, Tschüss.